Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 Südhemon Projekt. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim Ernten und der Zuckerrüben und beim Abschlägeln vom Unkraut, vom Kraut, vom Kartoffeln. Und jetzt werden wir die erste Fuhre ins Silo bringen. Dabei wird er da weiter ernten. Und ja. Ja, da hat der Kollege ein bisschen viel zu tun. Und ja, dann geht's gleich da. Dann werden wir gleich weiter schauen. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Ich glaube, wir werden noch ein paar Schweine kaufen. Zehn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bestätigen. Jetzt haben wir 20 Schweine. Da können wir jetzt noch ein bisschen Kartoffeln und Zucker rein tun. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir da schnell, den Rest bringen wir dann ins Lager. Und dann schauen wir weiter. Dann werden wir abernten weiter. Ja, und dann passt es. Dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen. Ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen. Und vielen lieben Dank für euer nettes Feedback und am letzten Video. Und ja, dann werde ich so weitermachen, wenn es euch so gefällt. Und ja, dann passt das. Jetzt schauen wir da vorbei. Schwimmen. Ah, ja, ja. So, den Rest bringen wir ins Lager. Und dann passt das. Können wir gleich wieder umfahren. Ah, ich schau, wenn man gerade davon redet. So, dann schauen wir gleich. So, auf jeden Fall werden wir das jetzt auch machen. Da passt ein Saatgutdünger, Kompost, Weizen, Raps, Hafer, Sojabohnen. Ah ja, da passt ja das nicht ein. Oh, Silage. Aha, da kommen wir. Wohl 10, aber ich brauche ein Lager. Schweinefutter, Mischfutter. Ja, ich muss jetzt einmal einloggen kurz. Zuckerrüben, Kartoffeln. Okay, das passt einmal rein. Ah, da braucht man nur durchfahren, okay. Warum? Das machen wir jetzt sehr schnell und dann schauen wir weg. Und dann, wenn wir genug Zutaten haben, können wir dann Mischfutter produzieren. Aha. Da geht automatisch ab. Okay. Okay, krass. Hat's kein Glück. Muss ich gerade selber mal schauen, wie das funktioniert. So, aber jetzt müssen wir eh schon wieder entlang gehen. Den Dings. Und jetzt gehen wir dann gleich weitermachen. Ich hoffe, da wird die Folge noch fertig. Da vorne wird den Kraut wegmachen. Dann können wir in der nächsten Folge schon mit dem Ernte weitermachen. Aber jetzt sind wir ja gerade einmal mit dem Zuckerrüben beschäftigt. Da müssen wir selber noch einmal nachbessern. Da hat er ja nicht alles mitgenommen und dann noch einmal drüber mit dem Schlägler. Das passt dann. Ja, und dann können wir da Weizen oder Mais ansehen. Müssen wir dann schauen. Ja, das sehen wir dann in den nächsten Folgen.
Oder schreibt es mal gerne in die Kommentare, was wir uns sehen sollen. Du sollst zwar stehen bleiben, Herr Kollege, aber sag mir nichts dazu. Hey, warum bleibst du nicht stehen? Ja, bist du lustig, Herr Kollege. Ja, jetzt bleib aber einer sehen. Kollege. Jetzt bleib doch einmal, ha? Wenn du jetzt wieder weiterfährst, Herr Kollege, und nicht so war. Dann sind wir aber auf Kriegshuster. Hallo. Bleib doch einmal stehen. Mann, hier du. So, jetzt kann ich wieder weitermachen. So, schauen wir gleich mal weiter. Passt das? Wie schaust du aus? Der braucht nur 15 Minuten. Wie schaut es mit Reparieren aus? Dabei nix. Bei den Tieren schaut es auch gut aus. Soja, Raps, was bringt am meisten Mais? Ja, da werden wir Mais ansehen. Auf das andere werden wir Mais ansehen, auf Szene. Und da werden wir auch noch was ansehen dann. Jetzt muss ich mal schauen, ob unsere Sämaschine das kann. Ja, die kann das. Wie breit ist denn die? 3 Meter umre. Ja, werden wir dann schon schauen. Dann machen wir dann auf jeden Fall weiter dann. Ja, okay, Herr Kollege, ja, lass mal machen. Der ist auch dann bald fertig in 12 Minuten. Dann schauen wir gleich weiter, auf jeden Fall. Wenn wir da noch am Hof ein bisschen was schauen. Das ist nur Halle, okay. Da passt das. Dann schauen wir da unten einmal, ich glaube da kann man Dings herstellen, Mischfutter für Schweinefutter und normales. Also für Kühe und Mischfutter, ja. Schweinefutter und Mischfutter, so. Was haben wir da alles Schönes? Und zwar, was ist denn das? Sind das Kartoffelwaschenlager oder was ist das? Ja, genau, Kartoffelwaschenlager. Was ist das? Schafstall, okay. Hier, dann was haben wir da? Kuhstall. Okay. Da hinten haben wir dann, da ist der Schweinestall. Eieiei. Okay, jetzt sind wir wieder runter. Jetzt mal. Eieiei, schau, Wasser kommt. Wow. Sehr viel Wasser haben sie jetzt gebraucht. Ja. Dann schauen wir weiter, was wir sonst noch so in Zukunft haben. Schreibt mal eure Vorschläge gerne in die Kommentare.
was wir als nächstes angehen sollen. Jo, der ist dann auch gleich fertig. Und dann schauen wir weiter. Oder halt wieder Vollmann. Ja, können wir hier schon wieder entleeren gehen. Und dann ist auch die Folge schon wieder zu Ende. Jo, dann schreibt gerne einmal eure Meinung in die Kommentare, was ich noch machen soll. Beziehungsweise was wir noch vorhaben in dem Projekt. Oder wenn ihr Mod-Vorschläge habt, auch gerne damit in die Kommentare. Und ja, Herr Kollege. So, jetzt werden wir den entleeren. Und dann passt es. Ich weiß, was halt mit der Lenkung los ist. Und schreibt es einmal gerne eure Meinung zu den neuen Grimmer DLC in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.